Das Interessante an der Zukunft ist, dass wir die Zukunft ja mitgestalten. Das heißt, wenn du mich heute fragst, wie werden wir im Alter leben, dann transportiert das ein gewisses Bild. Und diese Bilder verwirklichen sich meistens auch. Das heißt, unsere Vorstellungen davon, wie wir im Alter leben, werden danach auch tatsächlich Realität, weil wir nichts anderes haben. Wir können nur das machen, was wir uns vorstellen. Es ist also ganz wichtig, wenn man sich mit der Zukunft im Alter beschäftigt, Szenarien zu entwickeln, die den wünschbaren Zustand beschreiben. Also wie möchte ich im Alter leben? Was fordere ich von einem agilen, schönen Lebensabend? Und wenn diese Vorstellungen und Bilder entwickelt sind, können wir darauf aufbauen und entsprechende Handlungsmöglichkeiten, entsprechende Lösungen entwickeln. Also ganz wichtig, wissen, was ich will, und dann kann ich auch die Zukunft gestalten. Prognosen kann keiner wirklich machen bei so langen Zeiträumen.